Ich bin Sprachwissenschaftler und habe, na, da ist es jetzt, ja, super. Habe meine Doktorarbeit über eine kleine Sprache auf Sri Lanka geschrieben und nebenbei immer noch viel im Bereich Digital Humanities gemacht und bin dann über das Max-Planck-Institut, wo ich eine Literaturdatenbank im Web gemacht habe, zu diesem Language Science Press gekommen. Freut mich sehr, weil verschiedene Sachen, an denen ich gearbeitet habe, sich hier vereinigen. So, was macht Language Science Press? Ja, wir machen Open Access Publikationen. Sind sprachwissenschaftliche Monographien, wie gerade eben schon erwähnt, keine Artikel. Wir machen dezidiert nur Spitzenforschung, was uns vielleicht von anderen Sachen, die gerade eben beschrieben wurden, etwas unterscheidet. Wir sind reihenbasiert und Community-basiert. Das heißt, wir probieren möglichst viel durch die wissenschaftliche Community selber machen zu lassen. Und wir haben eine Internetadresse, wo man uns dann finden kann. Und ich habe diese Präsentation auch vertwittert. Falls Sie uns auf Twitter folgen, können Sie dann das live auf Ihrem eigenen Gerät lesen. Ja, das Interesse an einem sprachwissenschaftlichen Verlag für Monographien bestand schon, bevor es die DFG-Ausschreibung gab. Im Juni 2012 hatten sich dann Leute getroffen, schon mal eine Webseite aufgesetzt, eine Mailingliste aufgesetzt, ein Kickoff-Treffen gemacht und dann kam zufälligerweise sehr passend dieser DFG-Call, wissenschaftliche Monographien und monographische Serien im Open Access, der dann Dezember 2013 bewilligt wurde mit ungefähr einer halben Million. Ja, dann wurde das Projekt 2014 offiziell, ja, im Februar 2014 fing es an und im März 2014 haben wir das erste Buch rausgebracht. Das war jetzt nicht so, dass wir erst dann angefangen haben, das Buch war schon länger in der Pipeline, aber es ist natürlich sehr schön, wenn man sagen kann, liebe DFG, wir fangen am 1. März an und am 4. März hier ist das Buch. Im Juni haben wir jetzt weitere Mitarbeiter eingestellt, das hat ein bisschen gedauert. Wir haben jetzt einen Frontend-Entwickler, einen Backend-Entwickler, einen Sys-Admin und eine Betriebswirtin. Und wir haben jetzt im September 2014 40 Anfragen von Menschen, die Bücher mit uns rausgeben wollen. 14 Bücher haben wir angenommen und hier steht zwei veröffentlicht. Das stimmt nicht, seit gestern sind es drei. Das ist der Katalog. Ja, und man sieht halt, es gibt ein gewisses eine Farbkodierung, also jede Reihe hat ihre eigene Farbe. Dieses ist die eine Reihe Studies in Diversity Linguistics, das Buch kann man sich vielleicht gleich nochmal anschauen. Noch was zu Sprachwissenschaften und vielleicht nochmal eine kleine Frage ans Publikum. Wer von Ihnen würde sich als Geisteswissenschaftler bezeichnen? Okay, gut. Ja, man muss immer gucken. Also im Vergleich zu anderen Geisteswissenschaften sind die Sprachwissenschaftler recht computeraffin, im Vergleich zu den Naturwissenschaften relativ wenig computeraffin. Es gibt halt die Schnittstelle von der Computerlinguistik, über die diese technischen Sachen dann in die Sprachwissenschaft reinkommen. Und die Sprachwissenschaft an sich arbeitet häufig mit Formalismen und auch mit quantitativen Methoden. Das heißt, solche Leute kann man schon mal etwas technischeren Sachen irgendwie aufbürden. Und noch eine Sache, ich habe wie ich schon erwähnt, meine Doktorarbeit über Sri Lanka geschrieben. Das ist der Herr, mit dem ich da besonders viel zusammengearbeitet habe. Das Durchschnittseinkommen von Sri Lanka ist 250 Euro im Monat. Wenn Sie solchen Leuten sagen, kauft doch mal ein Buch für 100 Euro im Monat, ist das halt nicht realistisch. Und das wissen auch die Forscher und das ist noch ein zusätzlicher Grund, halt, sich für Open Access einzusetzen. So, was sind die Prinzipien? Wie haben wir das Ganze aufgebaut? Das Wichtigste ist Prestige. Es geht darum, so viel Prestige wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu erwerben. Und wir spielen ganz klar in der Champions League. Und also die wesentlichen Player in unserem Bereich sind eigentlich de Gruyter. Und Ziel ist es, besser zu sein als de Gruyter. So. Dann der zweite Punkt, Rückhalt in der Community. So, wenn uns die Community nicht unterstützt, können wir das nicht schaffen. Das heißt, wir machen diverse Sachen, die mit Community Building zu tun haben. Jedes Buch muss in einer Reihe erscheinen. Zum Beispiel gibt es dann eine afrikanistische Reihe, wo halt die Afrikanisten ihre linguistische Forschung in der Afrikanistik organisieren. Das tun sie selbstständig und wir haben noch ein Advisory Board, das die Reihen evaluiert. Das heißt, das ist so ein mehrstufiger Prozess. Und der dritte Punkt, Deborah wird, ja, die betriebswirtschaftliche Fundiertheit hat die DFG explizit gefordert. Und ich finde, es ist auch wichtig, verschiedene Sachen mal zu sagen. Ja, wie viel so ein Buch kostet und wie hoch ein Deckungsgrad ist. Vielleicht ist das politisch ein bisschen schwierig, dann, wenn das dann rauskommt, aber trotzdem müssen solche Sachen dann auch mal mit Zahlen untersetzt werden. So, wie bekommt man jetzt dieses Prestige?
Es ist eigentlich schon länger bekannt, wo das Problem liegt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ich habe das jetzt mal als Karma gegen Karrierechancen bezeichnet. Wenn man Leute fragt, seid ihr für Open Access, sagen alle ja. Und wenn man sie dann fragt, werdet ihr Open Access publizieren, sagen sie nein, weil ich will ja irgendwann eine feste Stelle an der Uni haben. Wenn man Leute fragt, was bewegt euch dazu, jetzt bei diesem oder jenem Verlag zu publizieren, sind halt die Karrierechancen ein wichtiger Faktor. Und Open Access kann eigentlich nur dann Bestand haben, wenn die Karrierechancen nicht darunter leiden. Alle anderen Open Access-Initiativen werden scheitern, weil sich die Leute durchsetzen, die das nicht tun. Ja, die kriegen dann am Schluss halt die Professuren und so weiter. Das heißt, der neue Verlag muss sehr schnell sehr viel Prestige haben. Wir haben jetzt 2 Jahre Förderung, wir haben 500.000 und in der Zeit müssen wir dieses Prestige kriegen, sonst wird es schwierig. Wo kommt Prestige her? Das hat dann was, ja, einerseits, wenn prominente Leute auch da sind, dann stelle ich mich neben die und dann sieht es danach aus, als ob ich auch schon sehr prominent bin. Dann als zweites die schiere Menge an Unterstützern, also wenn 500 oder 1000 oder ein großer Teil der Community sagt, ja, wir machen das, dann ist das offensichtlich auch was Gutes. An dritter Stelle ist es eigentlich keine geordnete Liste, aber gut, die Qualität der Bücher ist wichtig. Und viertens, sowas Psychologisches, man muss den Schein der Exklusivität projizieren und auch der Selektivität. Bei uns kommt nicht jeder rein. Prominente Unterstützer, ich habe mal Leute genommen, die zum Beispiel vom Spiegel oder im Zeitmagazin mal so eine Hintergrundstory gekriegt haben. Lux Deals, der macht so kleine Roboter, die Sprachen lernen, selbstständig, agentenbasiert. Oder Steven Pinker, das ist ein Psychologe, hat man vielleicht schon mal gehört. Die gehören zu unseren Unterstützern. Und ja, das, wenn die das machen, dann, wenn die was machen, machen die eigentlich nur vernünftige Sachen. So. Wir haben eine öffentlich einsehbare Supporterseite, wo man sehen kann, wie viele Leute unterstützen, wer das ist, wo die herkommen. Wir haben eine Mailingliste. Schon vor dem DFG-Antrag gab es Pledge to Publish, wo halt verschiedene Leute gesagt haben, ich habe ein Manuskript in der Pipeline und wenn dieser Antrag durchkommt, werde ich das bei euch veröffentlichen. Und eigentlich war die kritische Masse schon vor dem Projektstart erreicht. Und der Start war auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft im März. Das war 7 Tage nach Projektbeginn und da haben wir halt öffentlich den roten Knopf gedrückt und das erste Buch veröffentlicht. So, was zur formalen Qualität, das war jetzt der dritte Punkt. Wir verwenden LaTeX, kann man vielleicht nachher nochmal ausführlicher diskutieren. Und das hat halt sorgt für professionelle Typografie und professionellen Satz. Sieht man hier zum Beispiel am Beispiel von Affin gegen Affin. Also rechts haben wir halt Ligaturen, so muss es aussehen. Wenn man zum Beispiel Microsoft Word verwendet, ist es meines Wissens nach so, dass es diese Ligaturen nicht gibt. Deshalb sieht das halt nicht so hübsch aus. Das sieht man halt im Druckbild schon direkt. Dann gibt es verschiedene Alleinstellungsmerkmale, die uns von professionellen Verlagen, den Mitbewerbern unterscheiden. Man kann bei uns alle Sachen copy und pasten und es ist echtes Unicode. Und wenn man das pastet, bleibt das auch so. Wenn man andere aus anderen PDFs was pastet, kann es sein, dass ein A mit Akzent halt als Akzent plus A rauskommt, wenn man das in die E-Mail oder so gepastet hat. Wir haben uns mit einer Designerin zusammengesetzt, wir haben eine Corporate Identity, wir haben einen eigenen Font, also es ist nicht unser eigener, es ist ein freier Font, aber wir nehmen diesen Libertine-Font und wir haben für diesen Font neue Glyphen gemacht, also hier ist das Schwa, das umgedrehte E, kennt man vielleicht. Das gibt es in normalen Fonts nur halt in normal, aber nicht in Kursiv, nicht in Fett und nicht in Kursiv und Fett. Bei uns gibt es das schon. Das gleiche hier für das Eng, das N mit einem kleinen Schwänzchen und für diverse andere phonetische Sonderzeichen. Gibt es bei De Gruyter so nicht. Dann, ja, wir können Chinesisch, Hebräisch und Arabisch in verschiedenen Formen alles irgendwie abbilden. Wir haben diverse fachspezifische Erweiterungen. Unsere Bücher haben 3 Indexe, braucht man vielleicht nicht, weil man hat ja Volltextsuche im PDF, aber es ist so ein Qualitätsmerkmal, so wir sind die, die auch die Indexe machen. Wir haben klickbare Querverweise und die Bücher drucken wir nicht selber, aber wir arbeiten mit Print-on-Demand-Anbietern zusammen. Und rein theoretisch können wir sagen, wir generieren noch Prestige durch einen hohen Preis. Wir nehmen 200 Euro, machen wir nicht, es kostet ungefähr 30 Euro. Dann zur inhaltlichen Qualität, gerade eben war es ja eher so Druckbild und so. Wir machen traditionellen Peer Review, der innerhalb dieser Reihen organisiert wird. Die Reihen haben Editorial Board und wir haben die explizite Ansage, wir nehmen keine Dissertationen, aber Leute, die Dissertationen verfasst haben, können natürlich die Dissertation umschreiben und dann als Monographie bei uns einreichen.
Und wir haben ein explizites Commitment, dass es innerhalb von 3 Monaten eine Nachricht gibt, ob angenommen oder abgelehnt wird. Ich habe mal in einem Sammelband was rausgegeben bei Oxford University Press. Das hat dann 6 Jahre gedauert zwischen Einreichung und Publikation. Das ist disziplinspezifisch, in der Sprachwissenschaft ist das so. Alle Leute klagen drüber. Und bei uns, wenn der Gutachter nicht innerhalb von 3 Monaten gesagt hat, ist es angenommen, dann ist es abgelehnt. Dadurch erzeugen wir aber auch psychologischen Druck auf den Gutachter, dass er das auch wirklich macht. Zur Einbindung der Community. Wir haben 490 Supporter. Das war gestern. Davon sind 159 Professoren und 240 haben Doktortitel. Und die können sich mit verschiedenen Rollen registrieren. Die sehen Sie hier, also ungefähr 300 Leser, 300 Reviewer, 24 Reihenherausgeber. Und jetzt kommen wir zur Community-Einbindung. Wir haben 80 Proofreader, das heißt, wir haben gesagt, Lektorat ist ein Problem, wurde ja schon angesprochen. Probieren wir mal zu crowdsourcen. Und das heißt, wenn ein neues Buch kommt, schicke ich halt eine Mail an die Community, so wer möchte hier mal ein Kapitel proofreaden, Korrektur lesen, und da haben sich bisher jetzt 15 Leute dran beteiligt, das klappt eigentlich ganz gut. Es sind natürlich keine professionellen Lektoren, deshalb wird alles immer zweimal gelesen, also jedes Kapitel geht zu 2 verschiedenen. Und LaTeX ist nicht jedermanns Sache, das heißt, wir haben auch noch Setzer, die das freiwillig machen, da stehen 32 Leute in der Datenbank, davon haben sich bisher 6 gemeldet. Das läuft dann über einen Webservice, kann ich vielleicht in persönlichen Gesprächen noch mehr zu sagen. Wir haben einen Fontdesigner, der uns die schönen Fonts gemacht hat, einen Grafikdesigner und einen LaTeX-Guru. Und wir arbeiten daran, die Sachen auch als Gamification darzustellen. Das heißt, dass man im Webportal sehen kann, dieser Mensch hat 13 Kapitel Korrektur gelesen oder so und kriegt deshalb den goldenen Stern des Lektorats. Ziel ist es dadurch, halt diesen Community-Beitrag zu verstetigen. Und die Leute, die was für uns tun, stehen alle auch im Buch drin, im Impressum. Das heißt, da steht herausgegeben durch, geschrieben von, Korrektur gelesen von, gesetzt von und so weiter. Zur Statistik, bei Antragstellung hatten wir projiziert, im Jahr 2014 5 Reihen zu haben, 2015 7, 2016 9. Wir hatten bei Start 9 und haben jetzt 13 und werden am Ende des Monats wahrscheinlich 14 haben. Zu den Büchern, ja, hatte ich schon erwähnt, wir haben bisher 40 Anfragen gekriegt. Und werden zum Ende des Jahres, denke ich mal, ungefähr 10 Bücher publiziert haben. Weil Lux Deels, der Mann mit den Robotern, der im Zeitmagazin und bei Spiegel vorkommt, hatte ich erwähnt, wenn der was macht, macht das richtig. Der hat letzte Woche 5 Bücher abgegeben. So. Dann komme ich zum dritten Punkt, der betriebswirtschaftlichen Fundiertheit. Wir haben mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der FU zusammengearbeitet. Die hatten ein studentisches Seminar, wo es darum ging, die Studenten halt mit Start-ups zusammenzubringen, und wir galten dann irgendwie als Start-up. Und die Studenten haben dann halt diesen Businessplan gemacht, den haben wir jetzt schon, das ist schon mal schön. Wir haben Deborah, die als Betriebswirtin bei uns eingestellt ist und das nochmal überarbeiten wird. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir verschiedene Sachen nicht selber tun, sondern outsourcen. Das heißt, wir können den Leuten sagen, liebe Leute, ihr liefert LaTeX bei uns ab. Am Anfang helfen wir euch auch damit, aber am Ende des Projekts, in 2 Jahren oder so, werden wir das nicht mehr leisten können. Aber es gibt hier einen Dienstleister. Und setzt euch bitte mit dem in Verbindung. Das ist auch so ähnlich wie das Kit, das, glaube ich, schon erwähnt hatte. Genau, dann haben wir Print-on-Demand-Services und selbst, oder ja, diese Dienstleistungslandschaft kann, denke ich, auch von anderen Projekten nachgenutzt werden. Also wenn man sowas Ähnliches jetzt in der Biologie oder in der Philosophie machen möchte, könnte man halt auch auf die Dienstleistungslandschaft dort zurückgreifen. Und das finde ich sehr wichtig, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und der betriebswirtschaftlichen Fundiertheit. Dann zu den Kosten. Gut, es gibt verschiedene Kostenarten, Personal, Sachmittel, Reise, PR und Infrastruktur. Das Wichtigste sind die Personalkosten, das sind ungefähr 2/3, vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn wir das nach der Pilotphase weitermachen wollen, brauchen wir mindestens 2 halbe Stellen. Eine halbe Stelle für die Koordination, eine halbe Stelle für die Technik. Das ist sehr optimistisch, aber es ist wirklich das absolute Minimum, drunter geht es auf keinen Fall. Da sprechen wir dann von 60.000 Euro pro Jahr, die irgendwie reinkommen müssen. Man kann dann sagen, okay, wir machen so das Minimalmodell, das ich erwähnt habe, für 60.000 oder dann 80.000 Euro, wenn wir noch die Sachmittel dazu nehmen, dann wird eigentlich nur das bestehende System administriert. Es wird ein bisschen koordiniert, Support wird der Community überlassen, die kriegen dann ein Forum und organisieren das selber. Und es gibt eigentlich kein Wachstum und keine Entwicklung.
Und wenn man dann mehr Geld in die Hand nimmt, so für 4 Stellen zum Beispiel, wäre man dann bei 200.000, 250.000 Euro im Jahr. Da kann man dann halt mehr für die Benutzerfreundlichkeit tun, mehr Web 2.0, User-Generated Content, Interaktion, Erweiterungen in andere Fachgebiete und so weiter. Das sind die verschiedenen Sachen, die wir untersuchen werden in den Geschäftsmodellen, um dann halt nachher zu sagen, ja, für 250.000 kriegt man das oder für 80.000 kriegt man das. Und dann muss man noch was finden, wie man das gegenfinanziert. Es wird häufig halt von Geschäftsmodellen geredet. Sage ich gleich noch was zu. Es sind normalerweise Fördermodelle und keine Geschäftsmodelle. Ja, dann noch Kleinigkeiten zur Rechtsform. Zurzeit sind wir Teilkosten an der FU, das ist sehr günstig. Wenn wir uns ausgründen würden und in der freien Wirtschaft wären, wären wir in Berlin, das ist nicht so teuer. Das wäre ein bisschen teurer. Also, ja, aber nee, man findet schon auch Büroräume und so weiter. Wäre ein bisschen teurer, wenn wir in die Vollkostenrechnung fallen würden, würden ungefähr 60% draufkommen. Das heißt, es ist jetzt kein, ja, es ist ein interessanter Faktoid, den man mal wissen kann, dass Vollkostenrechnung will man eher nicht. Dann zur Preisliste der Mitbewerber. Wenn man bei Palgrave Macmillan etwas rausbringen möchte, kostet das ungefähr 15.000 Euro pro Buch. Bei Springer kostet es auch 15.000 Euro. Bei De Gruyter 10.000 Euro und bei Brill 5.000 Euro. Das wären jetzt so Mitbewerber von uns. Wenn wir sagen, wir wollen halt das Minimalmodell, für, wo wir dann mit Kosten von 80.000 Euro im Jahr, müssten wir für den Preis von Brill halt 16 Bücher im Jahr rausbringen oder für den Preis von Springer 6 Bücher im Jahr. Wir denken, dass das zu schaffen ist. Ja? Gleichzeitig denken wir auch, dass es in der derzeitigen Finanzierungslandschaft nicht möglich ist, zu sagen, gib uns 15.000 Euro. Gerade in der Sprachwissenschaft gibt es eigentlich so Publikationszuschüsse nicht. Es gibt auch keine Author Processing Charges. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, wir haben auch keinen Impact Factor, der interessiert nicht. Ja? Das wird auch nicht erhoben. Aber gut, um zu der Finanzierung zurückzukommen, derzeit, wenn wir im derzeitigen Markt bestehen wollen, müssten wir halt irgendwie 6 Bücher rausbringen und wir bringen faktisch jetzt eigentlich eher 20 oder 30 im Jahr raus. Ziel ist 2016 54 Bücher rauszubringen. Und jetzt nochmal was zu dem Geschäftsmodell und Fördermodell. Ich habe mal überlegt, wie denn die Geldströme eigentlich sind. Hier auf der rechten Seite sieht man halt die öffentliche Hand. Die öffentliche Hand finanziert die DFG, sie finanziert mittelbar auch die wissenschaftlichen Bibliotheken. Die DFG gibt den Bibliotheken Geld, um verschiedene Infrastruktursachen zur Verfügung zu stellen, projektbasiert. Sie gibt den Autoren vielleicht Druckkostenzuschüsse, Author Processing Charges und so weiter. Dann gibt es die Fachgesellschaften, die kriegen Geld von Autoren und Lesern, die dann normalerweise Mitglied sind. Und im Endeffekt geben die halt dann das Geld den Verlagen, wovon die dann halt diese 60.000 Euro oder 200.000 Euro pro Jahr bezahlen. Was wesentlich ist, ist eigentlich, dass die Leser keine Rolle spielen. Ja, die haben wahrscheinlich unter 1% der Erlöse aus diesem Buchmarkt kommt durch Leser. Das ist halt einfach die Bibliotheken, die das alles bezahlen oder die Autoren mit den Author Processing Charges. Und das wird alles ultimativ am Ende vom Steuerzahler bezahlt. Wenn wir also sagen, wir suchen Geschäftsmodelle, könnte man sagen, gut, wir haben vielleicht einen freien Markt und wir gehen ins Privatkundensegment und hoffen, die sprachwissenschaftliche Spitzenforschung über das Privatkundensegment gegenzufinanzieren, das wird nicht passieren. Ja, das ist derzeit zu 99% öffentlich subventioniert und zwar über die Bibliotheken, die Verlage, die bestehenden wissenschaftlichen Verlage subventionieren und mästen. Man kann vielleicht ein anderes Fördermodell finden, was nicht so ist, dass die wissenschaftlichen Großverlage da 30% Umsatzrendite von kriegen. Das ist nämlich volkswirtschaftlich nicht effizient. Ja, und damit schließe ich dann, falls Sie noch nicht Unterstützer sind, können Sie jetzt Unterstützer werden, indem Sie auf unsere Seite gehen und dort unterschreiben. Dann können Sie auch sich für ein Newsletter anmelden oder auch sagen, dass Sie gerne bei Korrektur oder Satz oder Begutachtung helfen möchten. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, das war's. Dankeschön. Vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Fragen gibt.
Ja, Katrin Pixell aus Büro, Universitätsbibliothek. Ich habe gesehen, Sie nutzen Monograph Press. Sie haben gerade zu Ihrer technischen Plattform gesagt, sollte wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, das ist, wie zufrieden Sie mit diesem technischen Entscheidung sind, dieses technische System gewählt zu haben. Ja, es hat, Open Monograph Press hat den Vorteil, dass es schon besteht und dass es eine Community außenrum gibt, die wir neu erstellen müssten, wenn wir es neu programmieren würden. Die Software würde ich jetzt persönlich eher noch als Alpha-Version bezeichnen. Sie hat an verschiedenen Stellen Schwächen, die offensichtlich sind. Sie hat an verschiedenen Stellen Architekturentscheidungen oder Designentscheidungen, die getroffen worden sind, die für mich nicht wirklich nachvollziehbar sind. Und wenn wir sind in der Abwägung, was wir mit Open Monograph Press machen und was wir außerhalb von Open Monograph Press machen, weil wir ja community-basiert und reihenbasiert sind, das heißt, die Community soll es einfach selber verwenden und selbstständig dieses System verwenden. Das System ist derzeit aber noch nicht in einem Zustand, wo man das tun kann. Das ist eine sehr schwierige Frage, ob man das jetzt weitermacht oder nicht. Ich würde trotzdem sagen, man sollte es weitermachen. Und wenn es heute nicht im Zustand ist, ist es das vielleicht in 2 oder in 3 Jahren. Und dann, vielleicht kann man dann auch nochmal bei den entsprechenden wissenschaftlichen Förderorganisationen ein bisschen Geld einwerben dafür, dass das Ganze benutzerfreundlicher gemacht wird. Weitere Fragen? Sie stehen direkt hinter mir. Ja, mein Name ist Andreas Kirchner, ich komme von der Leuphana Universität. Vielleicht habe ich es eben nicht mitbekommen, aber haben Sie schon eine genauere Vorstellung, wie hoch Ihre Processing Fees sein werden? Sie haben ja die Mitbewerber grob genannt. Wenn Sie jetzt deutlich mehr Publikationsprojekte an Land ziehen, wie es ja momentan aussieht, als ursprünglich geplant, lässt das dann auf eine auf Kosten, die Sie erheben, zurückschließen, die deutlich unter den Mitbewerbern sind? Ja, es ist die große Frage, also ich kann die jetzt noch nicht beantworten. Also es wird, wenn man sich zum Beispiel Plus One anguckt, die nehmen für einen Artikel 1000 Euro, wahrscheinlich kostet ein Buch zu machen mindestens genauso viel wie ein Artikel zu machen. Das würde ich jetzt mal als untere Grenze ansetzen. Ich gehe davon aus, dass Springer rentabel ist. Das heißt, dann würde ich 15.000 Euro als obere Grenze ansetzen und dazwischen situiert sich das. Ich habe jetzt gerade heute schon probiert, im Gespräch mit verschiedenen Leuten rauszufinden, wie hoch die Fixkosten sind. Also einfach Plattform warten und Metadaten eingeben, das ist ja eigentlich für einen Artikel und eine Monographie das Gleiche, und wie viel davon von der Seitenzahl abhängt. Und weil die Leute von Plus One sagten, sie haben halt keine Page Charges, das heißt, wenn der Artikel 4 Seiten lang ist, kostet das genauso viel, wie wenn er 20 Seiten lang ist, und sie haben auch kein Page Limit. Das heißt, eigentlich könnte ich unser Buch als 500-seitigen Artikel bei Plus One rausbringen. Also es gibt nichts Technisches oder Regulatorisches, was das verhindern würde. Ich gehe davon aus, dass Monographien teurer sind als Artikel aus verschiedenen Gründen. Sammelbände noch teurer, weil halt mehr Metadaten drin sind und so weiter. Aber ich denke nicht, dass die Seitenzahl einen wesentlichen Einfluss auf die Kosten hat. Ist jetzt unbefriedigend, was ich jetzt gesagt habe, aber es ist, ja, wir können am Ende des Projektes hoffentlich sagen, wie viel Aufwand auch in einzelne Bücher geflossen ist. Wenn es gut ist, wie zum Beispiel der Herr Steels, der hat halt 5 Bücher abgeliefert, die habe ich in einen Katalog eingetragen, da war ich dann in einer Stunde mit fertig. Open Monograph Press, da braucht man 1 Stunde, um Bücher in den Katalog einzutragen. Aber bei einem anderen Buch, wo die Herausgeber oder auch die Autoren viel Beratung brauchen, wo man nochmal sagen muss, ja, war eine gute Idee, aber das mit dem Satz funktioniert anders, da ist halt auch viel mehr von meiner Arbeitszeit dran. Und wenn ich die Vollkostenrechnung zugrunde lege, sind das halt, glaube ich, 400 Euro pro Tag oder so. Und wenn ich halt jemanden eigentlich 1 Woche voll betreuen muss, bin ich bei Personalkosten schon bei 2000 Euro dafür.